Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Mit diesem Spruch des Reformationstages aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, grüße ich Sie alle ganz herzlich zu dieser geistlichen Bläsermusik am Reformationstag. Wir gedenken der 95 Thesen, die Martin Luther im Jahre 1517 am Vorabend des großen Feiertages aller Heiligen, also am 31. Oktober abends, in Wittenberg an die Tür der Schlosskirche befestigte. Mit diesen 95 Thesen wollte er seine Ideen weitergeben, dass Kirche wieder zurückgeführt werden muss zur Basis der Heiligen Schrift und zu einem lebendigen Glauben an den dreieinigen Gott einladen soll. Heute Abend wollen wir dies ein Stück beherzigen und Luther danken, dass er diese Ideen weitergegeben hat. Sonst gäbe es heute diese Form der Kirche, wie wir sie haben, nicht. Heute Abend danken wir aber auch nicht nur Luther, sondern dem Posaunenchor unserer Gemeinde ganz herzlich unter der Leitung von Martin Eizenhöfer, die wesentlich mit den Bläserstücken zur Gestaltung dieser Abendandacht beitragen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Dieses Thema ist unser aller Wunsch und ich glaube, aktueller könnte es fast gar nicht sein. Eine Welt im Aufruhr, Krieg, Naturkatastrophen und Elend, das ist an allen Ecken und Enden dieser Erde zu spüren. Und wir werden nicht müde, Gott um Frieden für diese Erde zu bitten, mit Worten, mit Liedern, aber auch mit Werken und Taten. Und so beginnen wir diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Barmherziger Gott, deine Kirche kann ohne dich nicht bestehen. Reinige sie und erneuere sie immer wieder. Erfülle sie mit deinem Geist und leite sie durch die Anfechtungen der Zeit hindurch. Schenke doch, dass deine Kirche zum Frieden und zum Vertrauen einlädt. Du kannst Frieden schenken. Dein Shalom ist nicht erst im Himmel zu erleben. Schon hier dürfen wir diese Kraft von dir erfahren. Schenke uns Shalom in Christus. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das erste Lied singen, Verleih uns Frieden. Ich muss zunächst erstmal ein bisschen erzählen und erklären, was wir hier spielen, damit wir verstehen, was hier musikalisch inhaltlich passiert. Verleih uns Frieden gnädiglich, so haben wir gerade gesungen. Das Lied in dieser Form stammt von Martin Luther. Es basiert aber auf einer alten gregorianischen Antiphon aus dem 9. Jahrhundert. Die Melodie ist entsprechend der Zeit eher schlicht und verhalten, eher eine Art Sprechgesang. Die Lieder und Melodien dieser Zeit drücken ein anderes Verhältnis zu Gott aus, als das, was wir heute kennen. Es ist noch sehr stark von der Unterwürfigkeit und der Distanz geprägt, die man zur Obrigkeit und zu Gott hatte. Das Entdecken der Gnade durch Luther ist natürlich eine Riesensache, hat aber auch dazu geführt, dass wir in unserer Zeit oft auf Augenhöhe und uns fast gleichberechtigt fühlen.
Dass wir da falsch liegen, sehen wir immer wieder bei kleinen und größeren Katastrophen, zu denen nicht zuletzt auch Unfriede und Krieg gehören. Matthias Nagel ist ein Musiker unserer Tage, 1958 in Westfalen geboren, A-Musiker und heute Kirchenmusikdirektor für Popularmusik an der Kirchenmusikschule in Herford. Matthias Nagel hat vor einigen Jahren zu dem alten Thema »Verleih uns Frieden gnädiglich« anlässlich auch eines Reformationsfestes in Essen ein neues Lied gemacht. War das nötig? Hat es das alte nicht mehr getan? Wenn man sich die Mühe macht, sich damit auseinanderzusetzen, stellt man fest, dass beide Lieder sehr gut zusammenpassen und sich ergänzen. Es beginnt zeitgemäß mit einer sehr eingängigen Balladenmelodie. Die steile Bitte, verleih uns Frieden gnädiglich, beinhaltet eindeutig die Aussage, dass der Frieden von oben von Gott geschenkt wird. Das schlägt sich in der Melodie nieder. Wir werden es gleich singen, wir spielen es gleich erstmal vor. Es beginnt oben. Verleih uns Frieden gnädiglich. Oben ist Gott, der Mensch ist unten und die Melodie kommt wie der Frieden hoffentlich von oben nach unten. Und dann geht die Melodie wieder nach oben. Herr Gott, zu unseren Zeiten. Bei Gott ist die Melodie wieder oben. Unsere Zeiten sind wir wieder unten, bei uns auf der Erde mit allem, was dazugehört. In diesem Teil kommt auch in der Melodie schon so eine Art, wie auch in der alten Melodie, Friedenssehnsucht zum Vorschein. Wir kennen das so ein bisschen aus diesen alten Adventsliedern. Nun kommt der Heiden, Heiland und andere, wo wir immer auf diese Erlösung warten, dass der Heiland endlich kommt und die Erlösung bringt. Und in diesem Wort Erlösung steckt ja nicht zuletzt auch das Wort Lösung drin und wir suchen ja nicht zuletzt alle nach einer Lösung. Die Lösung kommt von Gott. Das geht uns Menschen nicht immer leicht von der Hand. Der Text geht weiter mit der absoluten Aussage, denn du, unser Gott, alleine. Und weil das so wichtig ist und damit wir das auch begreifen, wird das zweimal in der Nagelmelodie gesungen und wiederholt sich. Ja. Okay, an dieser Stelle färbt sich die Melodie etwas ins Mollige und als wollte es sagen, naja, wir sind da nicht so ganz mit einverstanden. Die Älteren oder meine Generation plus Älter kennt noch diesen Slogan aus der ehemaligen DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ente ein. Wir Wessis haben da immer ein bisschen drüber gelächelt, praktiziert haben wir es trotzdem und tun das eigentlich bis heute. Der Frieden, den Gott anbietet, sieht anders aus. Im Lutherlied heißt das, es ist doch kein anderer nicht. Gottes Friedensangebot heißt Jesus Christus. Jesus möchte in unser Leben kommen und uns von innen heraus verändern. Und das ist alternativlos. Nun kommt in dem Nagellied als Refrain oder Kehrvers das Kyrie Eleison und Halleluja. Das wirkt sehr fröhlich und das Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, drückt zunächst mal, wie in den ganzen Lutherliedern, wo es immer wieder vorkommt, ein Stück weit die Hilflosigkeit aus. Und das Halleluja, was dazu gepaart ist, kennen wir auch aus dem Christ ist erstanden, die dritte Strophe. Bei dem Halleluja winkt uns etwas von Ostern entgegen. Das heißt, in diesem Kehrvers strahlt uns sowohl unsere Hilflosigkeit als auch das Gottvertrauen, der Mut und die Zuversicht entgegen. Auch darum wird diese Zeile zweimal gesungen. Herr, erbarme dich, hilf mir, dein Geschenk auszupacken, dein Angebot anzunehmen und so zu leben, dass es friedlicher wird in dieser Welt. Beide Melodien stehen heute im Blickpunkt unserer Musik. Verschiedene Komponisten haben verschiedene Vorspiele und Sätze dazu gemacht. Da werde ich immer kurz was zu sagen, nicht so lange reden wie jetzt, sondern immer nur kurz erklären, was sich der Komponist dazu gedacht hat. Und wir lernen jetzt erstmal, für die meisten kennen sie ja bereits, diese Nagelmelodie. Wir spielen sie einmal vor und dann singen wir sie bitte gemeinsam mit. Dies ist ja auf dem Liedblatt abgedruckt. Musik.
Die Sehnsucht nach Frieden finden wir auch schon beim Propheten Micha im 4. Kapitel in den Versen 1 bis 5. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und die vielen Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs. Dort werden wir in seinen Pfaden wandeln. Denn vom Zorn wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes immer und ewiglich. Soweit die Zusage des Propheten Micha. Wir spielen als nächstes ein Vorspiel zu der Melodie von Martin Luther. Stefan Romankiewicz stammt dieses Vorspiel. Romankiewicz ist Dekanatskantor im Fränkischen. Das Stück beginnt mit einem leisen Klangteppich in den oberen Stimmen. In den unteren Stimmen kommt ein unruhiger Rhythmus, der in der Melodie Verleih uns Frieden gnädiglich mündet. Das Ganze wiederholt sich etwas lauter und zum dritten Mal noch lauter. Jetzt wird es massiv. Es ist kein Frieden in dieser Welt. Und in die Friedlosigkeit kommen immer wieder Melodiefetzen bis zu dem Ruf, es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Der für uns könnte streiten kommt im halben Tempo daher, wie wenn wir einem kleinen Kind was erklären wollen, uns haben es zum fünften Mal gesagt, dann werden wir auf einmal sehr deutlich und sehr langsam. So ungefähr ist das hier im halben Tempo. Der für uns könnte streiten. Es soll die Wichtigkeit dieser Sache unterstrichen werden. Am Schluss kommt noch dreimal der Ruf, verleih uns Frieden gnädiglich. Thank you.
Richard Ropley ist Amerikaner, als eine Frau aus England und wohnt in Würzburg. Er war Professor für Jazz und Big Band in Würzburg. In den Posaunenchören ist er durchaus bekannt, weil er sich auch für Bläser, Posaunenchormusik und Kirchenmusik eingesetzt hat und viele Stücke geschrieben hat. Im Lutherjahr 2017 wurde die Bitte an ihn herangetragen, einige Vorspiele zu den Lutherliedern zu schreiben. Das Vorspiel ist mit Rock Groove überschrieben. Es kommt sehr fordernd und rockig daher, fast flapsig. Dann wird es ruhiger, als wollte es sagen, von Gott können wir nichts fordern, es muss erbeten sein. Dann kommt wieder das Rockige, beides streitet miteinander, etwas trotzig. Zum Schluss wirkt das Vorspiel fast demütig. Entsprechend kommt der anschließende Begleitsatz schlicht und verhalten daher. Urs Bicheler ist der nächste Komponist, ist Popkantor in Württemberg. Das Vorspiel verarbeitet sowohl die Luthermelodie als auch die Nagelmelodie. Vielleicht soll das sagen, die Bitte nach Frieden ist zu allen Zeiten aktuell und auch in der Lösung immer und zu allen Zeiten auf Gott angewiesen. In dem teilweise turbulenten Stück, stellvertretend für die turbulente Welt, tauchen immer wieder Melodiefragmente aus beiden Melodien auf, teilweise gleichzeitig. Wir lieben es, gerne wohlklingend und harmonisch in unserem Leben zu leben. Unfriede ist nicht harmonisch und ist auch in der Musik nicht harmonisch. Musikalisch wird uns da was zugemutet, aber muten wir Menschen nicht uns gegenseitig auch einiges zu? Auch dieses Vorspiel endet in der Bitte, verleih uns Frieden gnädiglich.
die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Evangelium des Reformationstages steht in Matthäus Evangelium im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 12 und ist aus der Bergpredigt der Abschnitt von den Seligpreisungen. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Soweit der Abschnitt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Die Seligpreisungen, liebe Gemeinde, sind seit jeher eine große Herausforderung an die Zuhörer. Das lässt sich alles ganz schnell und einfach lesen. Aber was wollte Jesus damit eigentlich weitergeben? Wem galten diese 8 Seligpreisungen überhaupt? Jesus spricht diese Sätze auf einem Berg zu einer ausgewählten Schar von Jüngern. Die hatten entschieden, mit Jesus zu gehen. Sie hatten entschieden, mit Jesus zu leben. Also eine Schar von Menschen, die ganz bewusst eine Grundentscheidung schon getroffen hatten, sich mit diesem Jesus auf eine Ebene zu stellen und dieses Reich Gottes mit ihm zu bauen. Jesus erläutert also mit der sogenannten Bergpredigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Es ist sozusagen eine Art Gebrauchsanweisung. Noch besser eigentlich, es ist ein geistliches Grundgesetz. Wer diese Worte, diese Regierungserklärung Jesu ernst nimmt, weiß eigentlich, wie es im Reich Gottes zugehen sollte. Und das genau ist die Herausforderung. Menschen, denen diese Botschaft von Jesus Christus wichtig ist, würden also nicht nur, sondern sie tun es, zu versuchen, so viel wie möglich von dieser Bergpredigt schon heute hier auf dieser Erde umzusetzen. Dieses Reich Gottes ist so ganz anders, als es hier auf dieser Erde zugeht. Ja, man könnte geradezu sagen, entweder nehmen wir einen Prototyp Menschen von uns heute und drehen ihn genau ins Gegenteil um. Dann hätten wir das, was die Bergpredigt sagt, oder umgekehrt. Wir nehmen die Bergpredigt und drehen sie auf ihr Gegenteil und dann haben wir das, was heute auf der Erde läuft. Egal, wie rum man es macht, wir sehen, diese Bergpredigt ist diametral ein ganz anderes Denken als das, was wir auf dieser Erde gewohnt sind. Die Seligpreisungen sind deshalb ebenso schwierig. Rechthaberei, Machtstreben und alle Untugenden von Hass und Neid und sowas, die kommen da gar nicht vor. Bei Jesus, in der Nähe Gottes und mit seinem Geist soll das alles nicht mehr gelten, was auf dieser Erde gilt. Friede, das Wohl des anderen, mit seinem Geist soll das genau umsetzbar werden. Und genau das ist es, was auch seine Schöpfung, und das ist ja Gottes Schöpfung, am Leben erhalten soll. Dafür werden Christi Nachfolger gewiss auch mal schief angeguckt, wenn sie sich dafür ansetzen. Manchmal werden sie sogar wegen ihres Glaubens verfolgt, gehänselt und sogar ins Gefängnis geworfen. Am Ende aber, so sagt Jesus, ist das Ziel ganz klar. Christus wird sich als Sieger durchsetzen. Sein Friede wird die neue Erde
und den neuen Himmel regieren. Das Beste also, was wir tun können, ist schon jetzt diesen Frieden Christi umzusetzen, wo es nur irgend geht. Die beste Übung für die Ewigkeit, auf die wir uns ja hoffentlich alle einstellen und auch freuen, dort zu sein. Wo immer wir dies machen können, werden wir erleben, Christus schenkt die Kraft dazu. Einfach ist das gewiss nicht. Und es wird auch manche Fehlversuche geben. Aber das ist das Wunderbare, dass Gott uns immer wieder vergibt, immer wieder eine neue Chance gibt. Wichtig ist, dass wir Schritt für Schritt auf dieses Ziel zugehen. Und deshalb dürfen wir üben, dürfen wir es ausprobieren, dürfen wir es immer wieder neu angehen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann dürfen wir das nicht vergessen. Die Grundstimmung zu all dem, was hier in diesen Seligpreisungen genannt wird, finden wir in Vers 12. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Von dieser himmlischen Freude angesteckt dürfen wir Friedensboten sein und in die Welt hinausgehen. Und deshalb der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir kommen nun zu einem Vorspiel zur Melodie von Matthias Nagel. Und das Vorspiel ist von Matthias Nagel. Das hat man nicht so ganz oft, dass einer, der das Lied schreibt, auch das Vorspiel macht oder der das Vorspiel macht, auch das Lied gemacht hat. Es ist überschrieben mit langsamer Gospelballade. Das Vorspiel kommt zunächst sehr gefällig daher. Uns geht es gut. Ja, es gibt auch Krieg. Wir finden das natürlich auch schlimm, aber er ist ja zum Glück nicht bei uns. Dann wird es langsam unruhiger. Naja, auch bei uns ist es nicht alles friedlich, in Beruf, Schule, Dorf, Familie und so weiter. So ganz geschmeidig läuft das nicht. Langsam wird klar, hier in Deutschland ist kein Krieg, aber Unfriede allemal. Musikalisch umgesetzt wird das für unsere Ohren eine kleine Herausforderung. Das sind Passagen, die klingen eher wie eine Kreissäge mit einem stumpfen Sägeblatt. Und hinein in diesen Unfrieden kommt der Ruf Halleluja, Kyrie eleison. Die Unruhe verebbt und wieder der Ruf Halleluja, Kyrie eleison. Es ist wie die Stillung des Sturms auf dem See Genezareth. Als Ruhe einkehrt, kommt das Bekenntnis, doch du, unser Gott, alleine. Es schließlich die dringende Bitte im Makkado an, verleih uns Frieden gnädiglich.
Wir kommen nun in die romantische Musik, warme, wohlklingende Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, der als der Wiederentdecker von Johann Sebastian Bach gilt. In dieser romantischen Musik liegt eine tiefe Sehnsucht, wie eigentlich in dem ganzen Lied. Und es tut gut, nach den letzten beiden Stücken schön geformte Klänge zu hören. Das ist, wie wenn man in einer Großstadt voller Hektik durch eine Kirchentür in die Kirche hineingeht, wo es langsam ruhiger wird, die Hektik abfällt und verstummt und man entspannt etwas Kraft schöpfen kann. Wir verlassen das Lied Verleih uns Frieden gnädiglich. Wir sind bei der Sehnsucht angekommen, ein neues Lied, welches die Sehnsucht ausdrückt. Ursprünglich kommt es aus dem Englischen und wurde 1973 bereits geschrieben, wurde dann in Deutschland mit einem deutschen Text versehen. Ich zitiere die Jugendreferentin aus Süddeutschland, Nicole Kagerer: Sehnsucht ist offenbar einer der stärksten Beweggründe unseres Lebens. Sie ist die innere Antriebskraft, die uns motiviert, immer wieder neu zu beginnen. Eine Sehnsucht, die für mich über alles Oberflächliche und Materielle hinausgeht und eine Tiefe sucht, die Halt gibt, besonders in schweren Zeiten und in Grenzsituationen. Und ich ergänze, es ist gut, wenn wir bei unserer Sehnsucht irgendwie und irgendwann bei Gott landen. Das Vorspiel und der Satz zu diesem Lied ist von Christoph Falkenroth. Er war Kirchenmusikdirektor in der Kirche von Westfalen. Wir spielen zunächst ein Vorspiel und einen Satz und gleich danach, irgendwann singen wir die vier Strophen, also Ruhe bewahren, ich sage das dann soweit. Thank you.
Zum Gebet erheben wir uns. Himmlischer Vater, wir sagen dir Danke dafür, dass du uns dein Reich ein Stück erklärst in den Seligpreisungen. Du hast uns gesagt, dass du ein friedliches Miteinander geschaffen hast. Es soll an nichts fehlen. Jeder soll in Frieden leben können. Wir sind heute leider weit, weit davon entfernt und bitten dich, Herr, um Vergebung. Schenke du, dass Frieden in die Welt kommt, dass Menschen einsichtig und verhandlungsbereit werden, dass ein gutes Miteinander gestaltet wird zum Wohle aller. Ja, Herr, verleih uns Frieden gnädiglich. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Nacht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Wir kommen zum Schluss. Wer bis an das Ende hat, beharrt, da geht's nicht darum, was ihr alle gemacht habt. Ihr habt jetzt alle bis zum Ende ausgeharrt. Das ist sehr schön. Es geht darum, wer bis an das Ende hat, der soll selig werden. Und das ist nicht eine Durchhalteparole, sondern eine echte Perspektive.